Schön, dass ihr euch dieses Video anschaut. Es soll in diesem Video um die biotischen und abiotischen Faktoren gehen. Diese Faktoren, biotisch und abiotisch, sind immer Begriffe, die wichtig sind in verschiedenen Themengebieten der Biologie. In diesem Fall soll es um das Themengebiet Ökologie gehen. Was versteht man also als erstes unter biotischen Faktoren? Biotische Faktoren sind alle Einflüsse der belebten Natur. Das heißt, Einflüsse, die zum Beispiel von den Menschen stammen, von Tieren stammen, von Pflanzen stammen und deren Beziehungsgefüge untereinander, zueinander. Das versteht man unter dem Begriff biotische Faktoren. Also, alle Einflüsse der belebten Natur durch Mensch, Tier und Pflanzen und deren Beziehungsgefüge zueinander. Noch einmal, unter biotischen Faktoren versteht man die Einflüsse der belebten Natur durch den Menschen, durch Tiere, durch Pflanzen und deren Beziehungsgefüge untereinander. Also, im Prinzip müssen wir uns merken, biotische Faktoren, belebte Natur, Mensch, Tier, Pflanzen und deren Beziehungsgefüge. Was ist dann der Unterschied zu abiotischen Faktoren? Darunter versteht man Einflüsse der unbelebten Natur. Wie zum Beispiel Temperatur, Luftdruck, Wind, Luftfeuchtigkeit, Bodenbeschaffenheit, Wasser, Luft, hatte ich schon, Licht, Schwerkraft oder Atmosphäre und dessen Zusammensetzung. Also, unter abiotischen Faktoren verstehen wir alle Einflüsse der unbelebten Natur. Zum Beispiel Temperatur, Luftdruck, Wind, Luftfeuchtigkeit, dann haben wir die Bodenbeschaffenheit, dann haben wir noch Wasser, Licht, Schwerkraft und letztendlich können wir auch noch hinzufügen die Zusammensetzung der Atmosphäre. Ich denke, ich konnte euch ganz gut darlegen, was man unter biotischen und abiotischen Faktoren versteht. Ich habe gerade bei den abiotischen Faktoren sehr viele Beispiele genannt, damit ihr das besser versteht. Solltet ihr noch Fragen haben, gerne in die Kommentare oder auf meine Webseite merkhilfe.de.tl gehen und dort drüber mir eine Nachricht schreiben. Und ansonsten freue ich mich, wenn es euch gefällt, über einen Daumen hoch und ein Abo. Ich bedanke mich fürs Schauen des Videos und bis zum nächsten Mal.